willkommen wieder zu Grog, The Legend of Vogobus. Ich bin gerade ein bisschen aufgebracht durch mein Aufnahmeprogramm, weil irgendwie nicht alles eingestellt wurde, wie es eigentlich war. Ich habe da nichts geändert. Besser gesagt, es war gar nichts eingestellt. Deswegen war bei das erste Video kein Ton gewesen. Ich habe jetzt gerade wieder eine Aufnahme gemacht und da hat nicht alles funktioniert wie vorhin. Hey. Ich könnte echt ausrasten heute. Gut, wo ist der? Der ist da unten. Was macht der denn da? Mann, renn doch! Also unten brauche ich gar nicht zu gehen, im eigentlich komme ich jetzt, wenn ich jetzt hier reingehe, wenn er jetzt immer unglücklich macht. Und jetzt kommt da hier so eine Art wie eine Brücke oder so ein Weg rüber. Der bricht zusammen und da drunter ist eine Kiste und dann bin ich da unten. Dann gehe ich durch die Tür, dann bin ich wieder da vorne, wo ich gerade eben war. Seht ihr? Wieso mache ich mir eigentlich dabei diesen Weg? Denn, Mann, alter Grog, tu mir einen Gefallen. Lauf einfach geradeaus. Es reicht schon, wenn ich schon aufgebracht bin. Und tu mir noch einen Gefallen, lauf doch einfach. Wieso gehst du jetzt nicht gerade? Komm mal! Alter! Soll ich das Stück für Stück machen? Junge! Nach oben und nicht zur Seite! Meine Güte! Ja, tut mir leid, wenn ich gerade richtig schlecht gelaunt bin. Aber ist jetzt die dritte Aufnahme. Eigentlich habe ich gerade so schon das erste wieder hochgeladen, bis ich da, wie gesagt, festgestellt habe, dass da kein Ton war. Also meine Stimme ist nicht zu hören und nicht mal vom Spiel. Ist alles zum Kotzen hier. Zum Glück brechen die hier nicht zusammen.
Meine Güte. Ich glaube, ich weiß, wie ich jetzt nur geradeaus laufen muss. Ich muss den Pfeil mehr links machen und nicht so in der Mitte. Und weil ich glaube, weil ich ihn wahrscheinlich auch ein bisschen geschrottet habe. Damals, also versehentlich. Irgendein Schwert hat mich auch damals aufgebracht. Auf der PlayStation 1. Dann, ja. Als ich gerade meine Hand bewegt, aber in dem Moment ist dann auch mein Controller weggerutscht. Und der ist genau darauf geprallt, wo die Fallentasten sind. Und da ist er quasi jetzt so ein bisschen zerschrottet. Nein! Was? Hm. Also, in der ersten Aufnahme hast du es auch richtig schön ordentlich gemacht. Hau ab. Dass er überhaupt BB sagt, dass ich ihn gerade mit dem Schwanz geschlagen habe. Tschüss! Die Lava sieht aus wie Tomatensoße. Hey, was machst du denn da? Wow, fast 7 Minuten. In der ersten Aufnahme war es irgendwas mit 12 Minuten. So. Erst mal nach den holen. Stimmt, hier habe ich vor allem in der Tomatensoße meine Lebenspunkte verloren. Weil ich versehentlich rückwärts gesprungen bin. Also durch meine eigene Dummheit. Was machst du? Ja, ich muss mehr so oben machen. So, und hier darf ich mir jetzt schön eine Kiste aussuchen. Was machst du? Ja, weil man das rennt und weil man hier das macht, hat die gerade gesehen. Er macht gerade so einen coolen Sprung. Vorhin hatte ich das mit den Kristallen gehabt. Ich mach mal jetzt den hier. Ich glaube, man kriegt nur allgemein Kristalle. Oder ist das per zufällig? Ob man irgendwas findet, das alles einstürzt? Aber ich glaube nicht, denn man hat leider nur einen. So. Eigentlich hatte ich gerade... Also hätte ich viel mehr Kristalle gehabt, aber nein, er ist ja einmal in die Lava gesprungen. Aber diesmal war ich jetzt nicht so aufgebracht. Weil jetzt diesmal das meiste besser funktioniert hat als davor, die Aufnahme wieder. Da ging ja alles schief. Ja. Das nächste ist dann Level 5 von Welt 1. Ich weiß nicht, ob dann noch Welt... Doch, Welt 6 wird noch geben. Und dann wird der Endgegner wieder kommen. Ja, das nächste Level heißt dann Cave Fur, also irgendwas mit Fürchte. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Cave heißt. Dann bedanke mich erstmal, dass ihr zugesehen habt. Ich speichere trotzdem nochmal. Eigentlich brauche ich ja nicht zu speichern. Schließlich habe ich das ja schon durch. Nein, zurück. Ich habe ja schon gespeichert, da habe ich ja schon das bessere Ergebnis, quasi, glaube ich. Keine Ahnung. Ja. Hä? Wieso? Komisch, ich habe da gestartet. Achso, okay. Land der Schwachen. Keine Ahnung, was Tumbling jetzt heißt. Na, jedenfalls, ich bin gespannt, wie das dieses Level sein wird. Wir werden uns dann bei Welt 1 Level 5 wiedersehen. Ich weiß nicht, ob ich schon, ich bedanke mich schon gesagt habe, also ob ich mich schon bedankt habe, dass ihr zugesehen habt, ist mir egal. Jedenfalls ist die Aufnahme was geworden. Die erste Aufnahme war definitiv besser, denn da war ich noch vorsichtiger und so weiter. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.